Hallo, liebe Zuschauer, begrüße euch zu einer neuen Indie-Ecke. The Way, frisch erschienen auf Steam und auch auf GOG, Good Old Games, GOG, kostet um die 13 Euro aktuell. Und ohne ja, weitere Umschweife würde ich sagen, steigen wir ins Spiel ein, starten ein neues Spiel und schauen uns das mal an. Ihr Grab. Okay, das kann man mal machen. Noch ein Grab. Also wir haben da jemanden ausgegraben. Interessant. Wieso? Weshalb? Wir werden sicherlich bald herausfinden. So ein bisschen im Stile von Flashback, Another World. Die Klassiker von damals kennt man ja noch. Ein Mehrfamilienhaus der Firma. Nach oben. Also die Firma, The Company im Englischen, wird hier sehr häufig erwähnt. Lege den Körper ins Kapsel. Okay, dann ist die deutsche Übersetzung wieder nicht so toll. Jemandes Wohnung. Unsere. Meine Wohnung. Interessant. Alles grau in grau gehalten. Verborgener Tempel des Lebens, ein verlassener Planet. Landung, Ort, das schauen wir uns gleich an. Karte zum Tempel des Lebens. Transfer der Seele, ewiges Leben. Okay. Günstiges Essen zum Mitnehmen. Alles wird gut. Gut. Lege den Körper ins Kapsel, also in die Kapsel, erledigt. Was nun? Sammle alle Notizen. Es regnet die ganze Zeit. Auch nett, wie es lauter wird, wie der Regen lauter wird, wenn man zum Fenster geht und wieder leiser wird, wenn man weggeht. Nice. Aber rennen können wir auch irgendwie. Das sind unsere Aufgaben, okay. Wird uns sicherlich noch beigebracht. Halte Left Bumper, um zu rennen, während du bewegst, kannst du mit A. Also das verstehe ich noch nicht so ganz. Egal, was ich mache. Ach doch! Ich darf den Stick nur ganz leicht bewegen, damit er normal läuft. Und wenn ich dann ein bisschen weiter bewege, den Stick, dann fängt er an zu leben. Kein Problem, schauen wir uns das mal alles an hier. Können wir uns das anschauen? Dann müssen wir erst die Notizen einsammeln. Sammeln wir erstmal die Notizen ein. Für Major Tom von Expeditorium. Sehr geehrter Herr Tom, wir möchten unser Beileid über den Tod Ihrer Ehefrau und unseren Mitarbeiter aussprechen. Wir werden die Grabkosten decken. Tief empfundenes Beileid. Ja, ein bisschen holprig die Übersetzung, aber das macht ja nichts. Du kannst hocken mit Stick Down und dann kriechen. Okay, soweit, so gut. Was haben wir hier? Hidden Entrance. Okay. Before Landing. Karte zum Tempel des Lebens. Können wir uns hier irgendwie anschauen? Das Dokument hatten wir ja schon. Ewiges Leben. Also, mich dulcht, dass er versucht, seine tote Ehefrau auf einen anderen Planeten zu bringen, um sie wiederzubeleben. Oder sowas. Oh. Unser erster Tag. Beende, sammle alle Notizen. Was nun? Trenne die Kapseln und nimm sie mit. Wir sind bereit. Raumschiff-Diebstahlplan. Das Bett, aber ohne sie. Okay, get weapon. Transport Body. Steal Spaceship. Ja. So, irgendwie ein Raumschiff klauen, um dann wirklich den Planet zu verlassen. Na gut, probieren wir das doch mal. Das Essen brauchen wir sicherlich nicht.
breche ins Bewachungsgebäude ein. Ich kann nicht weiterfahren. Okay. Gegensprechanlage. Hallo, lass mich rein. Ich will die Wache nicht alarmieren. Na gut, das macht natürlich Sinn. Dann klettern wir halt. Aha, so geht's natürlich auch. Hier können wir jetzt wahrscheinlich noch nicht weiter. Dieser Wachroboter, das sieht... diese Drohne sieht gefährlich aus, genau wie der Wachroboter da oben. Inaktiv, okay. Stiehl das Raumschiff von der Firma. Breche ins Bewachungsgebäude ein, öffne die Notluke zum Hangar, finde das Raumschiff. Ja. Dann kümmern wir uns doch vielleicht erstmal um das Bewachungsgebäude. Und das ist dann auch der Moment, an dem ich selbst noch nie weitergespielt habe. Du kannst verschiedene Flächen anzeigen, auch wenn die deinen Weg nicht sperren. Zum Beispiel die Schachtel oben. Um davon abzuspringen, drücke A während hockend. Schon ziemlich holprig. Okay. Wenn die schwach rot werden, dann können wir durchgehen. Dateienschrank macht gar nichts. Beim Wachroboter müssen wir sicherlich ein bisschen aufpassen. Reicht das, wenn ich mich hier auf die Kiste stelle? Sieht er mich dann nicht? Ja, sieht mich dann nicht. Bemerkt hat er mich auch nicht, Gott sei Dank. Was haben wir denn hier für ein schönes Plakat? Denda, Denday, Dynamic and Autonomous. Your best choice for Ship AI Holographic Companion. Okay. Mit den Dateien kann man nichts machen. Wir müssen bestimmt da oben zu dem Wachmann da. Vorsichtig. Puh. Hier kommt es jetzt wahrscheinlich aufs Timing an. Okay. Ah, muss mir direkt wieder komplett von vorne anfangen. Das ist natürlich übel. Mehr Checkpoints, please. Mehr Checkpoints. Kameras machen natürlich genau dasselbe wie der Roboter. Uns nämlich abknallen. Wenn sie uns sehen. Das war knapp wieder. Boah, das war knapp. Aufzug ist außer Betrieb. Das ist doch kein Problem. Hello. Ein schlafender Wache. Naja. Benutze D-Pad Up and Down, um Optionen zu wählen. A wählt die markierte Option. Jetzt mit B abbrechen. Was soll ich denn hier für eine Option wählen? Soll ich vielleicht den Computer benutzen? Warte, Befehl. Ausschalten. Okay. Yep. Hier, Roboter schlafen. Und die Kameras auch, so muss es sein. So, ab jetzt alles für mich auch Neuland. Dass das mal hier in die Luke rein müssen, logischerweise. Aber wie es dann weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Das ist eine ganz schön lange Notluke. Hoppala. Warenaufzug. Da unten sind wir, wo das rote Viereck ist. Waffenlager soll ich gehen, eine Waffe holen und dann das Schiff stehlen, was ganz rechts ist. Ist inaktiv, okay. Roboter. Roboter. Ich hole erstmal die Waffe. Wache-Schrank. Ja, Übersetzung halt, ne? Laserpistolen. Awesome. Zulassung fehlt. Brichst du hier eine Firma ein und willst jetzt noch eine Zulassung haben? Was zum Geier meinst du mit Zulassung?
Ich würde mich da jetzt mal sehr interessieren. Oh oh. Brauchen wir da vielleicht noch irgendwie eine Karte, eine Zugangskarte oder sowas? Zulassung fehlt. Und hier können wir... Das ist abgeschlossen, aber sonst könnten wir da wahrscheinlich durchgehen. Egal, gehen wir nochmal zurück. Vielleicht brauchen wir wirklich vorher irgendwie eine Zugangskarte oder sowas. Wartung, Lüftung, Zugang geschlossen, Generatorzugang geschlossen. Vorsicht, anwesende Vorschriften erlauben nur eine Lage offen zu sein. Okay. Ah, okay. Unsere Lüftung. Jetzt ist das Ding offen. Was passiert denn, wenn ich den Generator öffne? Gehen die Lüftungen wieder zu? Klar. Wie kommen wir denn dann bitteschön an dieser Drohne vorbei? Obwohl, da oben ist gar keine Drohne. Da ist noch so ein komischer Roboter. Machen wir das nochmal. Öffnen wir die Generatore. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist die Tür jetzt hier offen. Da ist das Licht wieder grün. Ich vermute mal, dass es auch wenig Sinn hat, wenn wir ohne Waffe hier durchgehen. Wie habe ich das gemacht? Was hier 30%? 30% von was? Oh, knapp! Mist. Der geht nicht weiter. Wie werde ich den los? Ja, so nicht. Ist bestimmt an den Computer da oben, aber wie komme ich denn da dran? Probieren wir es doch mal, indem wir die Lüftung öffnen. Mal sehen, was uns das einbringt. Probieren wir mal den Weg da oben rum. Ziemlich dunkel hier oben. Aber so geht's auch. Ah, da komme ich doch an den Computer. Oh, ne, ist ein anderer Computer, oder? Aber egal. Computer ist Computer. Irgendwas werden wir doch schon einstellen können. Laserwaffenzulassungssystem. Benutzer anfügen. Versuche Passwort. Falsches Kennwort. Okay, ich verstehe. Wir müssen erst das Passwort finden. Versuche Passwort. Passwort als Passwort. Wer macht sowas? Macht kein Mensch. Oh, soll ich mal mein E-Mail-Fach ändern? Dumpi, dumpi, dumm. Aber wir haben ja noch einen Weg da unten. Nicht auf die Drohne treten. Da wird's ja sauer. Ah, das sehe ich jetzt erst. Durch die Lüftungsschlitze müssen wir auch aufpassen. Da können die ja durchscannen, klar. Schnell. Passt. Elektrische Kabel. Ja, okay, aber...
Also nette Rätseleinlagen hier. Weiß man gar nicht, was man alles machen soll. Ich will doch nur ein Raumschiff stehlen. Kann doch nicht so schwierig sein. Gelagerte Energie 30%. Verwaltung automatisch. Vorsicht. Notentladung kann Roboter in der Nähe beschädigen. Bitte machen Sie vorher sicher, dass der Durchgang leer ist. Kein Grund zum Entladung. Energie nicht über 100%. Und du? Verwaltung manuell. Ah, jetzt muss ich bestimmt zurückgehen und das dann auf, was weiß ich, 100% einstellen. Dann wird er zurücklatschen. Ja, Backtracking gehört dazu. Ja, schon ein gutes Sicherheitssystem, dass sie hier sogar die Lüftungsschächte scannen. Das war jetzt dann hier rechts, oder? Schon wieder die Orientierung verloren. Ach ja, muss ich das vielleicht ändern? Sonst komme ich da gar nicht durch. Naja. Interessantes Spielchen auf jeden Fall. Für knapp 13 Euro. Wer gerne knobelt. Aber in Another World und Flashback Mark, der ist mit dem Spiel, glaube ich, hier ganz gut beraten. Wird mal sehen, wie es weitergeht, aber ich denke, für den ersten Eindruck reicht das hier. The Way gibt's auf GOG, gibt's auf Steam für kleines Geld zu kaufen. Schaut's euch einfach mal an. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.